Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute Post bekommen. Heute kam von Saturn.de ein neues Deal. Und zwar handelt es sich hierbei um Underworld Blood Wars in der Steelbook Edition. Das Ganze natürlich wieder mit Kate Beckinsale. Und ja, das ist ein weiterer Teil aus dem Underworld Vampir- und Lykana-Universum. Und dieses Steelbook habe ich mir, wie eben schon genannt, bei Saturn geordert. Es ist auch momentan, glaube ich, das einzige Steelbook, was auf dem Markt ist. Und ich habe mich diesmal gegen eine 3D-Version entschieden, weil ja der letzte Film von Underworld hat mich schon nicht mehr so auf der Bahn gekloppt und der Film war jetzt ähnlich so wie der letzte. Ja, es ist jetzt nicht der schlechteste Film, aber er hat mich jetzt auch nicht auf den Latschen gehauen. Aber ich finde, ich wollte unbedingt ein Steelbook haben, weil ich von den anderen Teilen auch alle ein Steelbook habe. Und ja, deswegen habe ich mir das auch jetzt geordert. Vielleicht, wenn ich mal richtig Bock habe und mal ein paar Moneten extra habe, werde ich auch mal eine 3D-Version noch holen. Aber das ist jetzt eher nicht der Fall. Ich packe es jetzt einfach mal aus und wir schauen uns das Steelbook an. Einfach mal an. So, was haben wir denn? Ja, wir haben natürlich erstmal jetzt einen Beipackzettel hier mit am Start. Der Film geht insgesamt 91 Minuten und wir haben eine deutsch-englische, französische, spanische 5.S1 DTS HD Mastered Audio und eine russische Dolby 5.1 Spur. So muss es sein. Jetzt bekommen halt mal die Russen die etwas schlechtere Tonspur, ist mir aber egal, weil sonst wir immer auf dem deutschen Markt immer mit der schlechteren Tonspur Vorlieb nehmen müssen. Und da bin ich ganz froh, dass es mal andersrum ist. Ja, hier oben haben wir eine Textbeschreibung, drei kleine Bilder aus den Szenen des Films. Wenig Extras, Blu-ray-Disc-Extras sind nicht wirklich inklusive Altes und Neues Blut, neues Übel. Was das jetzt ist, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt und ich mache einfach mal den Flyer hier ab und wir schauen uns das Steelbook einfach mal an. So, wir haben natürlich hier die Stilien von vorne. Wir haben hier nichts geprägt. Es ist ein ganz einfaches Steelbook. Man muss aufpassen, es ist etwas kratzerempfindlich. Und daher sollte man ein bisschen aufpassen. Dann der Spin ist ganz in Silber gehalten. Blood Wars Underworld bzw. Underworld Blood Wars. Auf der linken Seite das Blu-ray Disc Logo, auf der rechten Seite das Sony Logo. Und von hinten haben wir einmal die Celine. Ja, ich kann mich gerade nicht mehr an die Szene erinnern. Auf einmal, ich glaube, die war einmal kurz in so einer Gefängniszelle. Und ja, ich finde es jetzt nicht so das schönste Bild, aber okay, es ist in Ordnung. So, wir machen einmal kurz auf. Hier war noch ein Digital-Copycode drin. Den zeige ich euch natürlich nicht, weil ich den selber einlöse. Weil ab und an streame ich ganz gerne mal die Filme und möchte die auch gerne behalten. So, wir machen einmal auf. Wir haben jetzt auf der rechten Seite eine Blu-ray-Disc mit einem anderen Artwork drauf. Sehr, sehr viele Flatschen, Blu-ray-Disc, Sony und Lakeshore FSK 16. Und ja, auf jeden Fall muss man dem Steelbook hier zugute heißen, dass wir hier verschiedene Artworks haben und alle Artworks, wie gesagt, nicht gleich sind wie bei der manch anderen Blu-ray. Daher ist das auf jeden Fall für mich schon mal sehr gelungen und für mich auch auf jeden Fall ein cooles Steelbook, auch wenn es halt nicht in 3D ist und man muss auch nicht immer alles in 3D haben. Ja, auch wenn ich ein sehr, sehr großer 3D-Fan bin und es leider total dämlich finde, dass es momentan keine wirklichen 3D-Fernseher auf dem Markt gibt. So, wir nehmen einmal kurz raus und wir sehen hier dieses Hintergrund-Artwork in der Waffenkammer, so wie es ausschaut. Es ist schon länger her, wo ich den Film gesehen habe. Ich kann nicht mehr ganz nachvollziehen, was es hier war. Ich werde aber auf jeden Fall heute Abend mir den Film nochmal reinziehen. Und das Steelbook sieht, wenn man es einmal aufgeklappt hat, so aus. Ja, was war noch dabei? Saturn hat mir noch ein mehr oder weniger großes Poster mitgegeben. Das wollte ich jetzt einfach mal nicht wirklich aufklappen, weil hier ich auch nicht den Platz dazu habe. Ich kann es auch mal kurz einmal rumdrehen.
drehen. Aber ich hoffe, dass jetzt nach meinem oder nach dem kommenden Wochenende, so sieht's aus, ein cooles Poster. Das packe ich wieder zusammen, denn dieses Poster möchte ich natürlich gerne auch bei meinem 3000 Abonnenten Special mit verlosen. Soll einen Preis noch enthalten. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt nach dem Wochenende, da habe ich den Satz eben aufgehört, meine alte Unboxing-Ecke wieder am Start habe. Das werde ich auf jeden Fall jetzt wieder aufbauen. Ich habe den Platz jetzt wieder dafür. Und ich denke noch, es wird vielleicht noch ein, zwei Videos kommen in dieser Formation. Aber dann wieder altgewohnt mit meiner Andis Kinoblog Unboxing-Ecke und mit wirklich etwas bessere, ja, Qualität. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachvollziehen, aber wie gesagt, ich habe hier leider ein bisschen viel Stress mit dem Haus und mit dem Bauen des Hauses und Renovieren und hin und her. Daher verzeiht mir das bitte, aber ich denke, das könnt ihr alle nachvollziehen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann wieder in alter Gewohnheit auf meinem Kanal weitergeht. So ihr Lieben, macht's gut, wir sehen uns bei meinem nächsten Video, lasst mal ein paar Kommentare da zu dem Steelbook und vor allen Dingen, wie der ein oder andere von euch den Film fandet, ja, keine Ahnung, wie gesagt, mich hat er nicht aus den Latschen gehauen, ist ein ganz guter Popcorn-Kinofilm zur Unterhaltung, aber das war's dann auch. Ja, 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 ihr Lieben, dann macht's gut, bleibt gesund, euer Andi von Andis Kinoblog, bis dann, haut rein, ciao.